Wenn einer mal eine gute Idee hat als Unternehmer, schon gibt es Ärger mit einer Behörde. Jetzt lernen wir etwas über unternehmerische Selbstständigkeit und Chancen, sie durchzusetzen. Frau Dr. Blaschke, bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich bin Zahnärztin und seit 1991 in meiner eigenen Praxis im thüringischen Schmalkalden tätig. Neben der Zahnärztin bin ich auch Unternehmerin. Eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, die mit Risiken, vor allem aber mit Chancen verbunden ist und die ich sehr gerne ausübe. Als Bundesvorsitzende des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte mache ich mich für eine freie und selbstbestimmte Ausübung des zahnärztlichen Berufes stark, im Interesse meiner Kolleginnen und Kollegen und im Interesse meiner Patienten. Warum mache ich das? Warum setze ich mich für die unternehmerische Selbstständigkeit in der Zahnmedizin ein? Was hat der Berufsstand und was haben unsere Patienten davon? Die selbstständig geführte Zahnarztpraxis ist die Grundlage für eine funktionierende, qualitativ hochwertige zahnmedizinische Versorgung in Deutschland. Dank der freiberuflichen Versorgungsstrukturen können Patienten in der Stadt und auf dem Land schnell und bequem ihren Zahnarzt aufsuchen. Und die Patienten, die uns aufsuchen, erleben in der Regel Folgendes. Sie bekommen zeitnah einen Termin, haben eine kurze Anreise, sie müssen nicht lange warten und sie werden optimal versorgt. Meine Damen und Herren, die zahnmedizinische Versorgung in Deutschland erfüllt höchste Ansprüche und sucht weltweit ihresgleichen. Für viele von Ihnen ist das selbstverständlich, für uns ist es das nicht. Denn wir wissen, welche Arbeit, welche Kosten und welcher Zeitaufwand jeden Tag dahinter stecken. Und wir wissen vor allem, welche bürokratischen Hürden und finanziellen Beschränkungen sich für unseren Berufsstand auftun. Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag zur Freiberuflichkeit im Gesundheitswesen bekannt. Ich zitiere, Selbstständige und Freiberufler, so kann man darin lesen, stehen als wesentlicher Teil des Mittelstands im Fokus unserer Wirtschaftspolitik. Weiter kann man dort lesen, die Freiberuflichkeit der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte und Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen ist unverzichtbares Element für die flächendeckende ambulante Versorgung. Sie ist ein Garant für die Diagnose- und Therapiefreiheit und für die freie Arztwahl. Sie sehen, meine Damen und Herren, der Text spricht für uns. Es ist ein Plädoyer für die Freiberuflichkeit. Also alles in Ordnung. Das mag der ein oder andere auch denken, wenn er das liest. Doch das ist mitnichten der Fall. Denn die Taten dieser Bundesregierung, ebenso wie der Vorgängerregierung, sprechen eine ganz andere Sprache. Drei Beispiele möchte ich Ihnen gerne nennen. Erstens, unser Gesundheitsminister Hermann Gröhe setzt sich für den Ausbau medizinischer Versorgungszentren in der Bundesrepublik ein. Angestellte Mediziner und Zahnmediziner sollen dort die Patienten versorgen. Diese Zentralisierungsbestrebungen sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die auf eine flächendeckende medizinische Versorgung setzen. Und sie ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für uns Freiberufler, die die Versorgung in der Fläche jeden Tag sicherstellen und gewährleisten. Zweites Beispiel. Der Ausbau eines Qualitätsinstitutes für die ambulante und stationäre Behandlung bestimmte in den letzten vergangenen Monaten die gesundheitspolitische Diskussion. Angekündigt wurde das Institut schon im Koalitionsvertrag und mit dem erst wenige Wochen alten Finanzierungs- und Qualitätsgesetz wurde es nun besiegelt. Das neue Institut zur Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, tolles Wort schon mal, so soll laut Gesundheitsminister Hermann Gröhe dem gemeinsamen Bundesausschuss Entscheidungsgrundlagen für Maßnahmen der Qualitätssicherung liefern. Was steckt für uns Freiberufler dahinter? Individuelle Daten aus den Praxen werden zentral gesammelt und ausgewertet. Die gläserne Praxis wird Realität. Der Patient verfügt nicht mehr über seine Daten. Der Arzt oder Zahnarzt ist zur Weitergabe verpflichtet.
Das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt wird zerstört und der Berufsstand entmündigt. Drittes Beispiel. Drittens, der Koalitionsvertrag sieht vor, die Wartezeit auf einen Arzttermin für gesetzlich Versicherte auf maximal 4 Wochen zu reduzieren. Was bedeutet das? Die ewige Neiddebatte um Privatpatienten, die vermeintlich schneller einen Termin bekommen als der Kassenpatient, wird neu aufgelegt. Und wie sieht die Realität aus? Statistiken belegen, dass die Mehrheit der Patienten gar nicht oder wenige Tage auf einen Termin beim Arzt warten. Entsprechend irritiert sind viele Mediziner, die nicht enden wollenden Wartezeitdebatte sind sie endlich leid. Denn das Vorhaben erinnert an planwirtschaftliche Strukturen und macht den freiberuflichen Arzt immer mehr zum kontrollierten Kassenangestellten. Meine Damen und Herren, diese Liste kann man natürlich unendlich fortsetzen. Doch das möchte ich an dieser Stelle gar nicht tun. Vielmehr würde ich Ihnen gerne aufzeigen, welchen Gegenwind wir täglich aus der Politik bekommen und wie wichtig deshalb unser Kampf für die freie Berufsausübung ist. Warum machen wir uns eigentlich stark für die Freiberuflichkeit? Liegt sie überhaupt noch im Trend? Tatsächlich steigt die Zahl der Angestellten in unserem Beruf. Auch gibt es immer mehr Gemeinschaftspraxen. Und der zahnmedizinische Nachwuchs, der heute in den Hochschulen ausgebildet wird, scheut zunehmend die hohen Investitionskosten und das Risiko der Selbstständigkeit. Dennoch kämpfen wir als Verband für die freie Berufsausübung. Wir suchen den Kontakt zu jungen Zahnmedizinern und begleiten sie mit Rat und Tat auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Warum tun wir das? Meine Damen und Herren, die Arbeit als freiberuflicher Zahnarzt in eigener Praxis ist ein Privileg. Sie bietet uns die Möglichkeit, uns frei zu entfalten, eigene Entscheidungen zu treffen und ohne Fremdbestimmung gemeinsam mit dem Patienten optimale Versorgungsformen zu finden. Für mich persönlich ist diese Art zu arbeiten die schönste. Was anderes kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Deshalb kämpfe ich für die Freiberuflichkeit und gebe gern meine Erfahrung und mein Wissen an die jungen Kolleginnen und Kollegen weiter. Welches Privileg die Arbeit als freiberuflich selbstständiger Zahnarzt bedeutet, zeigt auch einen Blick in die Entwicklung des zahnärztlichen Berufes. Ich möchte Ihnen gern einen kleinen Einblick in die zahnärztliche Vergangenheit geben und Ihnen aufzeigen, welchen weiten und schwierigen Weg der Berufsstand zurückgelegt hat und warum er sich lohnt. Den Beruf des Zahnarztes gibt es verglichen mit anderen Berufen noch gar nicht so lange. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren es vorwiegend Bader und Barbiere, die Menschen bei Zahnschmerzen aufsuchten. Daneben versuchten sich Ärzte, Chirurgen oder umherziehende Zahnbrecher an der Behandlung von Zahnkrankheiten. 1869 war das Jahr, das Tür und Tor für alle selbsternannten Zahnpraktiker öffnete. In diesem Jahr wurde die Kurierfreiheit eingeführt und jeder Laie, der sich dazu berufen fühlte, durfte Patienten behandeln. Sie brauchten keine Approbation, nur als Arzt durften sie sich nicht bezeichnen. Für das Bundessammelsurium der Zahnbehandler, die damals durch das Land zogen, setzte sich mit der Jahrhundertwende der Begriff Dentist durch. Ein eigenständiges zahnmedizinisches Studium wurde erstmals 1909 an einer medizinischen Fakultät angeboten. In der Reichsversicherungsordnung, die im Deutschen Kaiserreich unter Bismarck im Jahr verabschiedet wurde, war die Zahnheilkunde erstmals verankert. Ein positives Signal. Nein, mitnichten, denn für die Zahnärzte begann damit der Kampf um die freie Berufsausübung. Die damaligen Standespolitiker kämpften gegen unapprobierte Zahnbehandler, diese besagten Dentisten, und gegen die Krankenkassen, die die freie Zahnarztwahl abschaffen wollten und mit ihren eigenen Kassenzahnkliniken die Existenz des Berufsstandes bedrohten. Kommt uns irgendwie bekannt vor, ne? Die Zahnärzte erkannten die Bedrohung sehr schnell. Sie organisierten sich und schlossen sich zum Wirtschaftlichen Verband Deutscher Zahnärzte zusammen. 1924 ging daraus der Reichsverband der Zahnärzte Deutschlands hervor. Im Jahr 1930 waren auf dem Gebiet des Deutschen Reiches rund 10.000 approbierte Zahnärzte und, man höre und staune, rund 17.000 Dentisten erfasst. 90% waren Mitglied in diesem Reichsverband. Parallelen zur heutigen Zeit braucht man nicht lange zu suchen und so stand schon in den 30er Jahren die Honorierung zur Disposition. Denn sie deckte schon damals nicht
annähernd die Kosten für den hohen Aufwand einer fachgerechten, professionellen Zahnbehandlung. Doch nicht nur die Honorierung war in den 30er Jahren ein Problem. 1933 wurde ein Parteigenosse zum Vorsitzenden des Reichsverbandes bestimmt. Wenige Monate später wurde er zum Reichszahnärzteführer bestellt. Landesverband und Bezirksgruppen wurden politische Beauftragte zugeordnet. Das Führerprinzip und die Gleichschaltung waren damit installiert. Noch im gleichen Jahr wurde die Kassenzahnärztliche Vereinigung Deutschlands gegründet, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Einerseits stellte sie die kollektiven Rechte der freiberuflichen Zahnärzte gegenüber den Krankenkassen in den Fokus und stärkte sie. Andererseits war es aber auch so, dass die Zahnärzte der Aufsicht des Staates unterstellt waren. Der Reichsverband, der in der Vergangenheit die wirtschaftlichen und liberal standespolitischen Interessen der Mitglieder vertrat, wurde in Deutsche Zahnärzteschaft umbenannt und mutierte zum Verband, der die nationalsozialistische Gesundheitspflege in den Mittelpunkt seiner Standespolitik stellte. Finanziell schwere Zeiten brachen nach dem Krieg für die Zahnärzteschaft in Deutschland an. Denn von einem guten Verdienst und beruflicher Sicherheit waren sie damals weit entfernt. Stattdessen gab es ein Hauen und Stechen um die begehrten Kassenzulassungen, die den Zahnärzten zumindest eine minimale Sicherheit boten. Eine organisierte Interessenvertretung gab es nicht. Mangel machte sich breit. Fast einem Drittel der Zahnärzte wurde die Kassenzulassung verwehrt. Und die Gebührenordnung erlaubte weder eine angemessene Behandlung der Patienten noch eine adäquate Honorierung der Kassenzahnärzte. Auch von Berufs- und Therapiefreiheit waren unsere Kollegen damals Lichtjahre entfernt. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse begannen die Zahnärzte in Westdeutschland, sich zu organisieren. Im bayerischen Deggendorf ergriff ein Zahnarzt die Initiative, setzte einen Fragebogen auf und rief zur Urabstimmung auf. Sein Ziel war es, den zahnärztlichen Standesvertretern im Kampf um die freie Zukunft der Zahnärzteschaft eine solide Verhandlungsbasis gegenüber dem Gesetzgeber und den Kassenverbänden zu geben. Die Resonanz unter den Zahnärzten war überwältigend. Und so gründeten engagierte Zahnmediziner 1955 die Notgemeinschaft Deutscher Zahnärzte, eine Vereinigung, die sich für die freie Berufsausübung und eine Demokratisierung der kassenzahnärztlichen Vereinigung stark machte. Schnell erzielte der Verband erste Erfolge und besetzte Posten in den KZV. Noch im gleichen Jahr benannte sich der Verband um in Freien Verband Deutscher Zahnärzte. Der Verband, den ich heute und hier vertrete. Und der sich schnell zum Sprachrohr und zur Interessenvertretung der Zahnärzteschaft entwickelte. Im Übrigen wurde auch der noch bestehende Dualismus zwischen Zahnärzten und Dentisten erst in den 50er Jahren beendet. Manch einer hier im Saal kann sich sicher noch erinnern. Mit dem Zahnheilkundegesetz wurde 1952 die Kurierfreiheit in der Zahnheilkunde endgültig abgeschafft. Durch die neu geregelte Approbationsordnung fand dann der Dualismus mit dem Dentistenstand 3 Jahre später ein Ende. Schauen wir mal auf den anderen Teil Deutschlands. In der DDR kam es schon 1949 zur Neudefinition der Zahnheilkunde durch eine Anordnung über die Approbation der Zahnärzte. Die Vorarbeit leisteten 2 engagierte Kollegen aus Sachsen, die 1946 mit dem Leipziger Abkommen die Grundlage für alle späteren Beratungen ablieferten. Sie legten fest, dass die zukünftige zahnärztliche Ausbildung auf akademischer Grundlage erfolgt und die Kurierfreiheit aufgehoben wird. Aufgrund des Versorgungsnotstandes in der sowjetischen Besatzungszone regten sie außerdem an, die Dentisten in den Zahnärzteschaft zu überführen. Voraussetzung war eine Zusatzqualifikation auf dem Gebiet der Mund- und Kieferkrankheiten. Mit diesem Leipziger Abkommen hatten die ostdeutschen Kollegen somit nach dem Krieg deutlich früher die Weichen für eine professionelle Zahnheilkunde gestellt als die Zahnärzte im Westen. Die Entwicklung des zahnärztlichen Berufsstandes in der DDR könnte man einen ganzen Vortrag widmen. Und ich möchte nur auf einige ausgewählte Punkte eingehen. Das Gesundheitssystem in der DDR, das wissen Sie alle, war für seine Polikliniken und Pflichtreihenuntersuchungen bekannt. Es galt international als vorbildlich. Doch der zunehmende Mangel an Mitteln für moderne Geräte, Analysemethoden und Arzneimittel hatte deutlich spürbare negative Folgen für die Arbeit in den Praxen. Für Zahnärzte bedeutete das zum Beispiel,
dass sie fast ausschließlich mit veralteten Trockenbohrern arbeiten musste, deren Hitzeentwicklung jede Zahnbehandlung zu einer Tortur werden ließ. Im Jahr 1989 war das Gesundheitswesen der DDR nahezu vollständig verstaatlicht. Die Zahl der privat niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte betrug noch 1%. Klassischerweise wurden Patienten in Polikliniken versorgt. In ihnen waren Allgemein- und Fachärzte, vom Augenarzt über den Chirurgen, Gynäkologen, Orthopäden bis hin zum Zahnarzt unter einem Dach konzentriert. Die notwendigen Labore kamen ebenfalls noch dazu. Das ermöglichte eine sehr rationelle medizinische Versorgung, natürlich immer im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Aber genau das ist der Knackpunkt. Keine beziehungsweise begrenzte Möglichkeiten einer individuellen Therapie und Diagnostik. Stattdessen Einheitsmedizin und staatlich gelenkt. 2 Monate vor dem Fall der Mauer schlossen sich die ostdeutschen Stomatologen zusammen, um für freie Behandlungsmöglichkeiten zu kämpfen. Sie gründeten den unabhängigen Deutschen Zahnärzteverband, UDZ, der später unserem freien Verband beitrat. Übergangsprobleme gab es kaum. Denn die Ziele der Zahnärzte in Ost und West ähnelten sich sehr. Auf beiden Seiten kämpften die Zahnärzte gegen dirigistische Eingriffe in die freie Berufsausübung. Die ostdeutschen Kollegen, weil sie aus einem völlig verstaatlichten System kamen. Die westdeutschen, weil das Gesundheitssystem zunehmend die planwirtschaftliche Richtung einschlägt. Schnell wurde nach 89 aber auch klar, das Ziel der ostdeutschen Kollegen war nach Jahren der staatlichen verwalteten Mangelwirtschaft die eigene Praxis. Mit dem Ende der DDR setzte ein regelrechter Niederlassungsboom ein. Die Zahnärzte wollten raus aus den Polikliniken und aus den Ambulatorien. Der Wunsch, endlich aus den sozialistischen Zwängen auszubrechen, endlich frei arbeiten zu können, war übermächtig. Meine Damen und Herren, was zeigt uns dieser Rückblick? Er zeigt uns, unter welchen Zwängen Zahnärzte in den vergangenen 100 Jahren gearbeitet und welche Kämpfe sie ausgetragen haben. Es zeigt uns aber auch, dass wir Zahnärzte im Osten wie im Westen Deutschlands immer bestrebt waren, frei und selbstständig unseren Beruf auszuüben. An diesem Ideal halten wir bis heute fest. Die Zeiten haben sich geändert, doch viele Kämpfe tragen wir auch heute noch aus. Denn die Krankenkassen möchten auch heute ein umfangreiches Leistungsangebot haben, sind aber nicht bereit, die notwendigen Mittel bereitzustellen. Der Staat möchte uns kontrollieren und greift zunehmend in die Praxisabläufe ein. Die Strukturen im Gesundheitswesen werden immer zentralistischer. Steuerungsprozesse werden in die nächsthöhere Ebene verlagert. Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, hat Konsequenzen für unseren Beruf. In meiner eigenen Praxis erlebe ich das Tag für Tag. Immer mehr Zeit wird für Verwaltungsarbeiten aufgewendet. Zeit, die mir für die Behandlung der Patienten nicht mehr zur Verfügung steht. Leistungen werden nicht angemessen vergütet, weder von einer privaten noch von einer gesetzlichen Krankenversicherung. Die Freiberuflichkeit wird immer unattraktiver. Hohe Investitionskosten, die in Zahnarztpraxen deutlich höher sind als in den meisten anderen Arztpraxen, amortisieren sich einfach nicht mehr. Ein kleines Beispiel: Finanzierungsvolumen bei Neugründung einer Einzelzahnarztpraxis 341.000 Euro, Allgemeinarztpraxis 115.000 Euro. Die Folgen dieser Entwicklung liegen auf der Hand. Junge Menschen scheuen das Risiko, sich in eigener Praxis niederzulassen. Sie bevorzugen zunehmend das Angestelltenverhältnis. Praxisinhabern fällt es schwer, einen Nachfolger zu finden. Und die zahnmedizinische Versorgung der Fläche leidet. Meine Damen und Herren, nichtsdestotrotz stehe ich heute hier, um für unternehmerische Selbstständigkeit einzutreten. Selbstbestimmtes Arbeiten, eigene Entscheidungen zusammen mit und für unseren Patienten treffen, das ist ein hohes Gut. Und dafür machen wir uns im Freien Verband Deutscher Zahnärzte stark. Wir kämpfen gegen dirigistische Eingriffe in die freie Berufsausübung, gegen eine Abwertung unserer Arbeit und gegen Zentralisierungsprozesse in der Versorgungslandschaft. Das hat unseren Berufsstand in der Vergangenheit erfolgreich getan und das werden wir als berufliche Interessenvertretung der Zahnärzte auch in Zukunft tun. Für uns, für den zahnmedizinischen Nachwuchs und für jeden Patienten. Dankeschön. Darf ich kurz die Gelegenheit nutzen, nachdem es noch nicht ganz halb ist, Frau
Dr. Laschke, Sie sitzen zwar gleich auch auf dem Podium, aber es gibt immer so eine Situation beim Zahnarzt, wenn ich da bin, einer der schönsten Sätze ist, wenn er sagt, das kann jetzt mal kurz ein bisschen unangenehm sein. Ne? Das ist mal so am Anfang. Das ist, glaube ich, der Augenblick, bevor man so eine Spritze bekommt. Das kommt drauf an. Wie ist das, wenn zu Ihnen jemand kommt von der AOK oder so und behandelt wird? Bekommt der von Ihnen die gleiche Dosierung Schmerzmittel auch? Oder? Noch ja. Noch auf jeden Fall, ja. Das, wahrscheinlich. Sie haben einen großen Ethos.